Was ist denn los mit dir? Ich habe vor Schreck den Sitz zerrissen. Ich habe gerade verantwortungsbewusste Erziehung gelesen. Verantwortungsbewusste Erziehung? Das ist so, als würde ein Lebe-Lache-Liebe-Schild über einer mittelalterlichen Folterkammer hängen. Es enthält viele gute Ratschläge, wie etwa 95 Arten, einen Truthahn zu beschützen und wie würze ich mein Kind. Nein, oh nein, halt. Und was ist die Ente des Monats? Jemand hat eine Bazooka in den Halloween-Süßigkeiten entdeckt? Rap-Musik ließ mal Neffen sein Gesicht essen? Spielt man Videospiele rückwärts, beschwört man den Fürsten der Dunkelheit? Nein, es geht darum, wie man seine Kinder vor den Gefahren des Internets schützt. Okay, dazu kann ich jetzt nichts Sarkastisches sagen. Gut, also wenn ihr online seid, schaltet auf jeden Fall die Rechtschreibprüfung an. Okay, warum? Nicht, dass ihr einen falschen Kettenbrief weiterleitet. Was? Was machst du denn da? Euer Antivirenprogramm aktualisieren. Wie soll das denn damit gehen? Der war übrigens falsch herum. Das ist wie eine Impfung. Man setzt sich dem Virus ein wenig aus, um immun dagegen zu werden. Was soll das jetzt wieder? Die Tastatur ist voll mit Dreck. Wollt ihr, dass der Computer Würmer kriegt? Denn so fängt man sich die ein. Hä? Es tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt die Kindersicherung anlegen. Na schön, wie du willst. Nein, komm, ich bin nicht warm. Aber in dem Magazin steht, dass ich das tun soll. Die meinten die Kindersicherung auf dem Computer. Oh, verstehe. Fertig. Nein, hör zu, Mom. Was? Wo ist die denn hin? Ich richte die Firewall ein. Nein. Okay, das wär's dann. Noch irgendwelche Fragen? Ja, kannst du mich hören da im Jahre 1836? Ja. Halt, was? Los, komm wieder rein. Jetzt inspizieren wir zweimal deinen Computer. Was? Was meinst du? Er funktioniert bestens. Mrs. Mom, dieses Pop-Up-Fenster ist 20 Jahre alt. Ich danke dir. Zeit, hier mal aufzuräumen. Was für eine dunkle Magie ist denn hier jetzt am Werk? Oh, halt, es gibt noch ein Problem mit diesem Computer. Manchmal fordert er mich auf, mit rechts zu klicken. Doch wenn ich das dann mache, passiert einfach gar nichts. Kriegt ihr das hin? Zeig mal. Seht ihr? Selbst wenn ich näher rangehe. Denkst du, was ich denke? Aha, dass dieser Hund gerade ins Gras gebissen hat? Leider ja, aber auch noch. Dass wir eigentlich ihr zeigen müssen, wie man einen Computer sicher benutzt. Okay, dann wollen wir den Schaden mal beurteilen. Was machst du alles am Computer? Naja, das, was alle machen. Ich schreibe E-Mails, suche Dinge, lese Filme. Du meinst, du guckst Filme? Nein, ich lese sie. Ja, das stimmt. Okay, dann zeig uns, wie du arbeitest. Ach, nie finde ich das Ad-Zeichen. Gut, so schreibst du also eine E-Mail. Was ist das? Meine Kontaktliste. Du bewahrst die E-Mail-Adressen da auf und tippst sie dann in den Computer? Ja, ist ganz einfach. Und dann drücke ich auf Senden. Pixie-E-Mail, was ist das? Das ist meine Mailbox. War ein Weihnachtsangebot von der Post. Und man spart sich die Briefmarken. Mrs. Mom, normale E-Mails sind einfacher. Ach, Schätzchen, wir wollen doch nicht, dass all die Feen, die im Computer wohnen, arbeitslos werden. Wem schickst du diese Mail denn? Oh, Mick, dem Hausmeister. Die Toilette läuft schon wieder über.